Hallo, ich bin Jenny. Ich begrüße euch zum Adventskalender. Wir öffnen heute Türchen Nummer 12. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, eine Mitmachgeschichte. Und zwar braucht ihr für diese Mitmachgeschichte ein rotes Tuch oder eine rote Serviette oder im Zweifelsfall geht auch ein rotes T-Shirt oder sogar eine rote Socke. Setzt euch mit der Familie vielleicht zusammen im Kreis hin und lauscht der Geschichte. Und jedes Mal, wenn ich das Wort rot vorlese, dann hebt ihr euer Tuch und winkt. Ich wünsche euch viel Spaß. Es war Nikolausabend und der Nikolaus bereitete sich vor, um den Kindern der Stadt ihre Geschenke zu bringen. Er schlüpfte in seinen roten Umhang und setzte seine rote Mütze auf den Kopf. Dann schulterte er seinen großen braunen Rucksack mit Geschenken. Der Sack duftete nach orangenen Mandarinen, roten Äpfeln und Nüssen. Der Nikolaus wusste, dass die Kinder die kleinen Schokoladen-Nikoläuse am liebsten mochten. Deshalb hatte er auch besonders viele davon eingesteckt. Ein besonders frecher Nikolaus schaute mit seinem roten Umhang oben aus dem Sack heraus. Dann nahm er sein goldenes Buch und öffnete es an der Stelle, an der er sein rotes Lesezeichen hinterlegt hatte. Dort stand, welche Kinder in diesem Jahr brav gewesen waren. Für die Kinder hatte er neben den Leckereien auch noch andere kleine Geschenke dabei. CDs mit Weihnachtsliedern, rote Bälle mit weißen Punkten und Kuscheltiere drängten sich in den Sack. Er setzte sich in seinen roten Schlitten und begann mit seiner Arbeit. Die Kinder schliefen schon tief und fest, als er zu ihnen auf die Erde kam. Aber natürlich hatten sie vor dem Einschlafen ihre Schuhe vor die Tür gestellt. Der Nikolaus sah rote Gummistiefel, gelbe Turnschuhe und grüne Sandalen. Einige besonders gewiefte Kinder hatten statt der eigenen Schuhe lieber die Schuhe des Vaters vor die Tür gestellt. Der Nikolaus musste darüber sehr schmunzeln. Langsam hätte sich doch herumsprechen müssen, dass es nicht auf die Größe der Schuhe ankam. Gewissenhaft befüllte er auch das letzte Paar Schuhe mit den kleinen Geschenken, den roten Äpfeln, den orangenen Mandarinen und den Nüssen und den Schokoladen-Nikoläusen mit den roten Umhängen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Geschichte. Ich wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit. Bis dann. Tschüss!